Hallo YouTube-Gemeinde, Sie brauchen aufgrund dieser zwei aussagekräftigen Videos, die ich hochgeladen habe, gar nicht dazu neigen, wieder hier zu abonnieren aus dem Lager der Hater und Trolle und gewisser Herrschaften. Sie wissen, was diese Videos bedeuten. Versucht es bedeutet nichts anderes, als dass ich jederzeit von offiziellen Rechtsmitteln, legalen Rechtsmitteln mithilfe der Staatsanwaltschaft Gebrauch machen würde, wenn Sie mir weiter nachstellen und so manche gesellschaftliche und private Existenz, nämlich die Ihrige, den Bach untergeht, wenn Sie mich nicht in Ruhe lassen. Ja? Und mithilfe der Staatsanwaltschaft Berlin. Daran gibt es nichts zu deuten. Und das andere Video, Sie können sich das denken, ja, ist ein positives Video. Ich habe ein sehr, sehr positives Feedback der Staatsanwaltschaft zu Berlin bekommen. Und es wird. Und zumindest eine Person kann sich jetzt warm anziehen. Ja? Das hat Konsequenzen für denjenigen. So. Und dann sei noch erwähnt, als kleiner Fingerzeig, dass man subtil hier weitermacht. Gestern am Freitag, den 7.7.2017, frequentierte wieder ein obskurer junger Mann, südländischer Typ, ca. 1,80 m, hier unser Haus und klingelte sowohl bei mir und meiner Mutter wiederholt und ging dann wieder weg. Also, es ist offensichtlich, dass hier in meiner Wohngegend ein paar unreine Charaktere weiterhin ihr Unwesen treiben und versuchen weiterhin eine bedrohliche Situation, ein paranoiahaftes Klima in meinem Leben zu erzeugen. Nehmen Sie bitte vom Abschnitt 47 das geflissentlich zur Kenntnis und lassen Sie sich mal was einfallen. Ja? Observierung wäre vielleicht gar nicht so schlecht der Gegend und auch von mir, wo ich wohne, um dann zum gegebenen Zeitpunkt mal vielleicht zuzugreifen. Ja? Wenn einer dieser obskuren, latenten Täter oder Aggressoren, das ist ja nichts anderes als Psychoterror, den man versucht hier an mir weiter auszuüben, wieder mal präsent ist und hier oder bei meiner Mutter klingelt. Ja, lasst euch mal was einfallen bei der Polizei und auch ansonsten, ja, so viel dazu. Und ansonsten, Sie können ruhig wieder die abonnieren, die jetzt wieder abonniert haben. Hier gibt es keine weiteren Videos mehr. Ja, so viel ist sicher. So. Und das war's jetzt auch. Hätte ich das geahnt, wie krude und pervers sich das mal hier entwickelt auf YouTube. Ich wäre nie im Traum darauf gekommen, hier präsent sein zu wollen auf dieser Plattform, überhaupt in den Social Medias. Ich kann jedem anständig gebliebenen Menschen da draußen nur empfehlen, Finger weg von den Social Medias. So viel Kruppzeug und menschlicher Abschaum und obskure Persönlichkeiten mit krimineller Energie. Das ist ja ein Sammelbecken. Das ist ja ein Sammelbecken ohnegleichen für solche Kreaturen. Nee. Und die zerstören dann auch den aufrichtigen sozialen Austausch miteinander zwischen den wenigen Anständigen hier auf YouTube und auf anderen Plattformen wie Facebook.